Der Hindu Shankara Sri Kamachi Ampal-Tempel ist der größte Tempel südindischer Art in Mitteleuropa. Ampal bedeutet hierbei im Tamilischen Göttin und Kamachi ist die Göttin mit dem Auge der Liebe. 2002 wurde der Tempel eingeweiht. Seitdem findet einmal im Jahr immer zu dieser Zeit das große Tempelfest statt. Unter der Leitung des Priesters Siva Paskaran werden vom 20. Juni bis zum 6. Juli verschiedene Zeremonien, Gebete und Traditionen ausgeübt. Beim Aufbau beteiligt sich die ganze Gemeinde. Wer von weit her kommt, unterstützt den Tempel mit einem Spendenbetrag, denn die gesamte Gemeinde finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Auch durch deutsche klimatische, landschaftliche und kulturelle Einflüsse lässt sich das Fest nicht einschränken. Heute gibt es die Prozession zum Kanal. Wir haben hier keinen Ganges zur Verfügung, aber wir haben einen Kanal. Und zu diesem Kanal pilgern dann Gläubige mit dem Priester zusammen. Es sind zur Größenordnung nach der großen Prozession, wir haben gestern 20.000 Menschen so ungefähr gehabt, da sind es vielleicht nochmal 200, wenn es hochkommt. Es wird eine Segnung des Wassers stattfinden, eine sehr umfangreiche Zeremonie, es werden Gebete gesungen unter einer Autobahnbrücke. Sie können sich vielleicht vorstellen, dass das faszinierend ist. Die Architektur des Tempels hat einen sehr großen symbolischen Wert. Für den Bau kamen Arbeiter aus Indien nach Deutschland. Wichtig bei dem Bau des Tempels war die Nähe zum Wasser, um rituelle Waschungen vorzunehmen. Im hinduistischen Glauben besitzt jeder Hindu eine Seele, in der sich wiederum das Karma befindet. Dieses Karma speichert alle Verfehlungen dieses Menschen. Durch die Waschung wird nicht das gesamte Karma befreit, sondern nur vordergründige Sünden weggeschwemmt. Demnach ist die Waschung also keine totale Reinigung. Die Prozession beginnt mit dem Pilgern zum Kanal. Geführt wird dieser Zug von der Göttin, die auf dem selbstgebauten Wagen thront. Sie und ihr Ehemann Shiva weihen den Kanal. Das Wasser wird mit Dingen wie Fruchtsaft, Milch und Früchten geweiht. Anschließend gehen die Priester und Männer ins Wasser und waschen sich. Das Ganze ist offen. Wir haben dieses Jahr in der Tat erstaunlich viele Menschen hier, die erkennbar keine Tamilen sind. Wir haben Schulklassen, wir haben Studenten, wir haben alle Gruppen dieser Gesellschaft hier und naja. Im Fokus des Hindu-Tempels in Hamm stehen effektive Integrationsarbeit und kultureller Austausch für alle Menschen. Das Verständnis für die eigene Kultur und die damit verbundenen Traditionen sollen Jugendlichen vermittelt werden.